Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Wer sich wundert, warum es ein bisschen chaotisch und hinter mir ein bisschen anders aussieht als gewohnt, wer das wissen will, bleibt bis zum Schluss dran, dann erkläre ich das kurz mal so ein bisschen. Aber der ein oder andere auf Instagram hat es wahrscheinlich verfolgt und weiß, was hier gerade los ist. Über was möchte ich heute sprechen? Über den Solo-Modus, über den Vierer-Modus, über eine eventuell bald kommende Loba-Fähigkeit, die sehr, sehr interessant ist, über das Winter-Express-Event, was dieses Jahr Holo-Bash-Event heißen wird. Wir fangen einfach mal mit dem Solo und mit dem Vierer-Modus an. Uns wird stark der Wind aus den Segeln genommen, dass wir jemals einen Solo-Modus bekommen werden, also einen festen. Wir starten Solo-Modus und alle anderen Gegner sind auch nur Solo unterwegs. Und Vierer-Modus ebenfalls. Das soll wohl definitiv niemals passieren. Aber, und jetzt kommt der Clou bei Solo-Modus, ich habe vor ein paar Wochen drüber gesprochen, eine No-Fill-Option wurde geleakt und daraufhin haben alle Dataminer, die sich immer so zu Wort melden, rein interpretiert, das kann doch nur ein Indikator für den Solo-Modus sein. Tatsächlich indirekt schon. Was soll diese Option bewirken? Kann sein, dass die vielleicht schon in Season 7 kommt. Diese No-Fill-Option, also nicht auffüllen, bedeutet nichts anderes, als dass du eine Standardrunde startest. Das soll tatsächlich kommen. Ob das jetzt nur im Trios ist oder vielleicht sogar im Duo-Modus, vielleicht auch sogar im Rank geht, das kann ich nicht sagen, aber es soll so sein, dass du, wenn du diese Option aktivierst, alleine startest, ohne dass du Randoms zugewiesen bekommst. Wenn du Stammmates hast, mit denen du spielen willst, macht das ja keinen Sinn, ist ja logisch. Wozu soll das hauptsächlich sein, dass ihr eine Runde startet und einfach euren Randoms nicht die Runde versaut, indem ihr vielleicht irgendwo hinfliegt, ihr seid gar nicht der Jumpmaster, versaut euren Randoms die Runden, weil ihr eure Herausforderungen vielleicht machen wollt. Oder natürlich auch für die absoluten Rambos ideal, ihr wollt einfach die absolute Herausforderung suchen und wollt gegen Tire-Squads fighten. Dafür soll das gemacht sein, aber es soll kein fester Solo-Modus kommen. Finde ich persönlich nach wie vor immer noch schade. Ich fand den Solo-Modus absolut geil. Den gab es ja mal für 2 Wochen. Schade. Und sie suchen nach weiteren Wegen, Solos zu implementieren, eventbasierend oder PvE-lastig. PvE soll noch mehr in Apex Legends in ferner Zukunft passieren. Und das kann eventuell auch den Solo-Modus beinhalten. Das wollte ich sagen. Vierer-Modus. Es gab tatsächlich eine Testphase und das erklärt auch diverse Bugs. Wir hatten in Season 6, hatte ich diverse Bilder bekommen, dass auf einmal gegnerische Squads zu viert unterwegs waren. Teilweise auch Zuschauer von mir 4 Leute im Squad hatten. Und es kann wahrscheinlich sein, dass es an der Testphase lag. Es gab eine Testphase, die wurde aber irgendwann abgebrochen. Respawn hat sich geäußert und hat gesagt, ein Vierer-Squad ist so chaotisch und hat sich so negativ auf das Spiel ausgewirkt, dass es definitiv niemals einen Vierer-Modus geben wird. Jedenfalls nicht fest. Es kann sein, und das haben sie sich offen gelassen, die Option, dass wir es vielleicht in einem Limited-Time-Modus irgendwann als Just-for-Fun-Option mal für 2 Wochen, 3 Wochen, keine Ahnung, bekommen. Denn, und das haben sie auch nochmal gesagt, es ist nun mal ein Teamspiel, was hauptsächlich auf 3 Leute ausgelegt ist. Bestes Beispiel, das Trident-Fahrzeug, Tri für 3, in der aktuellen Season 7 hat eben das Fahrzeug nur 3 Plätze. Bester Indikator, würde ich sagen. So, bevor ich jetzt auf die Loba-Fähigkeit hinaus will, die gestern angesprochen wurde, zeige ich euch mal ganz kurz in-game. Wer Horizon genauso krass feiert wie ich in Season 7, kommt eventuell wie ich auch nicht an dieses Paket vorbei. Bis Donnerstag habt ihr noch Zeit, das möchte ich euch noch eben zeigen, für 2500 Coins euch dieses Bündel zu kaufen. Dort enthalten ist einmal dieser Skin. Verfälscht zwar ein bisschen ihr Gesicht, das gefällt mir nicht so, aber der Rest ist allererste Sahne. Klar, Pink ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, es sieht mega, mega genial aus. Und auch die Havoc ist absolut geil gelungen, wie ich finde. Und es gibt natürlich passend farblich noch einen schönen Waffenanhänger, den habe ich mir auch gleich an die Havoc dran geknallt. Fantastic Phaser nennt die sich, sieht so ein bisschen aus wie so eine Alien-Waffe. Gab es nicht in Fallout so eine Waffe? Was, in Fallout? Ich glaube, in Fallout 4. Was ist Fallout 4? Darum geht es in dem Video nicht. Ich wollte auf jeden Fall jedem Horizon-Fan nur sagen, verpasst dieses Package nicht. Nicht, dass ihr das vielleicht bereut, wenn ihr irgendwann mit diesem Skin, also Gegner seht, die mit diesem Skin rumrennen und ihr wisst nicht, wo es herkommt. So, über was wollte ich noch reden? Gestern gab es so eine Art Livestream, gestern oder vorgestern. Da konnten Zuschauer den Devs von Respawn
Fragen stellen und die haben die live beantwortet. Und da kam eine richtig interessante Frage auf, die mir selber schon mal gekommen ist oder ein Teammate von mir, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und zwar eine eventuell neue Fähigkeit für Loba, dass sie aus dem Black Market heraus die Banner ihrer gestorbenen Teammates aus der Deathbox ziehen können. Das wäre eine richtig geile Option. Finde ich absolut stark. Respawn ist von dieser Idee absolut begeistert. Vielleicht hatten sie die Idee selber schon mal. Die Änderung wird jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Seasons wahrscheinlich kommen, ist zumindest meine Vermutung. Naja, vielleicht in Season 8 wäre vielleicht die früheste Möglichkeit. Auf jeden Fall sieht so aus, als könnte das eine Option für die Zukunft sein. Finde ich absolut interessant. Clubs, das System scheint so zu sein, als würden die Members bald erhöht werden von 30 auf keine Ahnung wie viel. Das wurde auf jeden Fall zwar nicht wirklich bestätigt, aber es gibt keine Abneigung dagegen. Das als ganz, ganz kurze und knappe Information dazu. Und das nächste Event steht an, schon am 1. Dezember. Bis 4.1. kommt mein absolutes Lieblingsevent zurück. Das Winter Express Event, was dieses Jahr Holobash Event heißen wird. Wer das letztes Jahr zu Weihnachten verpasst hat, hat meiner Meinung nach das geilste und spannendste, actionlastigste Event überhaupt verpasst. Wie genau läuft's ab? Diesmal gibt es statt 4 5 Stationen auf dem World's Edge. Der Zug fährt die ganze Zeit die Stationen im Kreis. Und an jeder Station hält er für, ich glaube, 2 Minuten. Und in den 2 Minuten könnt ihr unter 3 Squads, waren es, glaube ich, die zu dritt gegeneinander fighten. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen, falls ich da falsch liege. Ich glaube, es waren 3 Leute, die sich da, 3 Squads, die sich da gegenseitig befighten. Und während du in dieser Runde draufgegangen bist und der Zug dann weiterfährt und an der nächsten Station anhält, wirst du gerespawnt und kannst weiterfighten. Macht richtig, richtig Bock. Und das Besondere, und das wird auch jetzt wieder so sein, jede Legende hat für 24 Stunden ein festes Waffenloadout. Von mir aus als Primärwaffe die G7 und als zweite die Mosambik. Dann hast du noch Granaten, ein spezielles Schild und so weiter, spezielle Aufsätze und so weiter. Und einen Tag später hat dann eben eine andere Legende das gleiche Loadout. Und da gibt es dann halt zig verschiedene Loadouts. Das macht so Bock. Das Geile ist, du musst nicht ewig looten. Du hast sofort dein Inventar schon. Das Einzige, was du noch nachträglich bekommst, ist Munition. Und ansonsten gehst du sofort in die Action und kannst vor allen Dingen auch da deine Skills ultra geil trainieren, wie ich finde. Eure Meinung bitte in den Kommentaren, was ihr von dem Event gehalten habt. Freut euch auf jeden Fall auf dieses Jahr, wird extrem geil. Habe ich schon erwähnt, dass es eine 5. Station noch zusätzlich geben wird statt 4. Das soweit dazu. Und jeder, der jetzt dran geblieben ist, weil er vielleicht noch wissen will, was hier im Hintergrund los ist. Der ein oder andere hat es auf YouTube oder auf Instagram schon mitbekommen. Auf Instagram habe ich ein paar mehr Bilder gepostet und den Fortschritt werde ich auch weiter posten, wenn ich wieder genug Material habe. Ich bin schon seit 2 Tagen, deswegen ist auch das Kanalmitgliederzocken letzten Sonntag ausgefallen. So ein Gaming Room umzubauen nimmt verdammt viel Zeit in Anspruch und das soll ja auch vernünftig sein. Und wie ihr seht, hat sich hier ein bisschen was getan. Ich habe auch meine komplette Gaming-Ecke ganz anders aufgestellt, umgeräumt und ich habe halt hier alles mit schalldichten Platten an die Wand gemacht und zusätzlich noch so ein Akustikschaum, so ein Tonstudioschaum. Ich zeige euch einfach mal hier nur so ein bisschen, ich will hier nicht randalieren, aber was das eben so mühselig macht, ich habe so ein paar Dachschrägen hier und naja. Das sind halt meine Innenwände vom Haus und naja, die nehmen eine Menge Schall auf und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr hochwertig aus, nimmt aber locker noch bestimmt so rum, nimmt bestimmt noch 2-3 Tage Arbeit in Anspruch und ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt bis Ende der Woche schaffe. Egal, sei es drum, wer sich dafür auf jeden Fall interessiert, Instagram könnt ihr mir gerne auch noch folgen, wer den Fortschritt sehen will. Kann auf jeden Fall auch gerne noch ein Follow da lassen. Das soll soweit jetzt von den Informationen gewesen sein. Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von den Informationen haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr tagesaktuell zum Montagabend das Video seht. Morgen, Dienstag, frühen Nachmittag werde ich auf jeden Fall endlich mal wieder streamen. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.